Ich habe viele Fragen gehabt. Wie geht's weiter? Was mache ich? Was ist heute? Was ist in einem Jahr? Viele sind alleine. Diesen wirren Gedanken, dieses Hin und Her, dieser Kampf innerlich. Hätte ich das mal gewusst früher. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis dann rauskam, mein Vater hat eine Krankheit. Ja, ich werde es kriegen. Mit 31 ungefähr losgegangen, bin jetzt 35. Aber ich lebe wesentlich besser damit, als ich das jemals gedacht hätte. Das ist schlimm für Betroffene, das ist schlimm für Angehörige, die Handgelenkskrankheit, aber genauso gut für die jungen Menschen. Alleine, glaube ich, hätte ich das nicht geschafft. Hätte ich das Verständnis nicht von anderen bekommen. Ich glaube, man kann trotzdem sehr positiv mit Huntington leben. Wir sind ganz normale Menschen. Es gibt ganz viel Hoffnung. Keiner ist alleine. Ne, Schatz? Läuft, ne? Ja, läuft.